Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und heute mit einem Wagen, wo ich mich sehr, sehr drüber freue, dass der jetzt hier im Spiel ist, wo ich auch bis vor 3-4 Monaten niemals damit gerechnet hätte, dass der hier reinkommt. Der Lexus LFA ist endlich in Großbritannien und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderer Wagen, muss man ganz ehrlich sagen. Für die meisten Leute der Lexus, den man sich gewünscht hat und auch definitiv ein absolutes V10-Monster. Ich habe natürlich auch wie immer ein paar Fakten rausgesucht zu dem Wagen. Nämlich LFA steht erstmal, also LF steht für Lexus Future. Das ist prinzipiell immer das Kürzel, welches Lexus seinen Konzeptwagen nimmt. Wir haben ja auch beispielsweise den Lexus LFLC. Das ist ein SUV-Konzeptwagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und A ist im Prinzip sehr unspektakulär, einfach nur ein Anhängsel. Einfach, da, man wollte LF nicht so stehen lassen und hat eben gesagt, jo, was können wir ranhängen? Sind wir kreativ, nimm mal ein A. Dann hieß der Wagen LFA. Das ist die ganze Geschichte dahinter tatsächlich. Ein 4,8 Liter V10 Sauger treibt diesen Wagen an mit 560 PS und relativ unspektakulären 480 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf knapp unter 1,5 Tonnen Deckgewicht. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 3,6 Sekunden. Eine Topspeed haben wir von 325 km/h. Der Wagen hat damals in etwa $325.000 gekostet, neu. Wenn man das Ganze auf aktuelle Standards umrechnet, wären wir bei knapp 400.000 Euro. Also auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich teuer. Insgesamt wurden 500 Stück gebaut. Der Heckflügel, den wir auch sehen, wenn wir den mal ausfahren ganz kurz, sieht recht unspektakulär aus. Erzeugt aber 233 Kilogramm Downforce bei Topspeed. Das ist eine ordentliche Menge. Und der Motor, den wir hier vorne sehen, eben besagter V10-Motor, wurde in Kooperation mit Yamaha entwickelt. Yamaha. Ich persönlich sage Yamaha. Aber ich kenne auch Leute, die Yamaha sagen. Warum auch immer. Aber ja, das ist auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Wagen. Einiges von der Form unter anderem erkennt man ja auch im aktuellen LC500 wieder. Aber der ist natürlich nicht annähernd so spektakulär wie dieses Vehikelchen hier. Der Innenraum, sehr hochwertig würde ich spontan sagen. Aber auch tatsächlich nichts, was man rausschmeißen könnte so pauschal. Also man hat schon sehr, sehr auf Sportlichkeit hier gesetzt, dass da nicht unbedingt was dabei ist. Keine Ahnung. Drei Flatscreens vorne drin, weil warum nicht? Nein, wirklich einfach auf das Nötigste begrenzt und ich würde sagen, wir hören mal rein in den LFA. Jetzt muss ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, PlayerUnknown Games. Ihr könnt doch V10-Motoren. Gebt uns doch bitte eine ordentliche Viper, wie wär's? So. Ja, wir fahren den Wagen natürlich auch ein bisschen. Wäre ja komisch, wenn nicht. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ein wenig was stört mich an dem Sound. Es ist einfach irgendwie so eine komische Unternote in dieser Soundfile, die so ein bisschen, die mich einfach stört. Also es macht jetzt den Sound nicht kaputt, auf keinen Fall. Ich finde immer noch, das ist ein geiler Sound. Aber so was ganz Leichtes gefällt mir einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht weiß der ein oder andere, was ich meine. Aber es gibt natürlich nur einen Ort, wo ich den Wagen jetzt erstmal hinführen werde. Und das ist die Autobahn. Vor allem durch den Tunnel werde ich ihn hier mal jagen. Den guten LFA. Und ich habe es im Stream schon gesagt. An der Stelle nochmal ein dickes Danke an PlayerUnknown Games, dass ihr hier Toyota und auch Lexus wieder gratis reingebracht habt ins Spiel. Sie hätten es ja theoretisch auch so machen können wie bei Porsche damals, dass sie einfach sagen, wir hauen eine Expansion raus, kostet 20 Euro für Fahrzeuge, die vorher schon mal in Forza drin waren. Aber nein, wir bekommen die ja gratis jetzt wieder rein. Und gerade bei dem LFA, mega, absolut. Ich habe ja auch tatsächlich, ich dürfte das mal in einer Folge erwähnt haben, vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe damit gerechnet, dass der LFA reinkommt in diesem Update. Wir hatten ja eben in den letzten Monaten echt gigantische Fahrzeuge. Wir hatten einen Performante,
Davor die Supra eben, die MK4. Davor den Pista, den Divo und den 600 LT, was halt echt gut gewünschte Fahrzeuge waren. Und ich dachte mir so, okay, der LFA ist der Wagen, mit dem sie diesen Hype am leichtesten wieder weiternehmen können, weil ich bin mir relativ sicher oder war mir relativ sicher, dass wir so bald nach dem Performante nicht den Aventador SVJ bekommen, der ja jetzt eben aktuell auf Platz 1 in der Community Wishlist steht. Hat was, ne? Gleich nochmal. Okay, je länger man den fährt, desto geiler klingt er. Jetzt mal keinen Spaß. Also das ist wirklich brutal, wie dieser Wagen hier klingt. Holy shit. Ne, wie gesagt, und deswegen war mir halt relativ klar eigentlich schon, dass der LFA reinkommen wird. Ich glaube auch, dass dann nächsten Monat die MK5 Super kommen wird, aus exakt den gleichen Gründen. Weil man eben diesen Hype mitnehmen möchte und eben quasi jetzt jeden Monat einen Wagen rausballern will, wo man genau weiß, Reddit wird explodieren, das Forum wird explodieren. 80% der Leute werden diesen Wagen feiern. Es haben sich sehr viele Leute diesen Wagen gewünscht. Und das ist eben jetzt dann als nächstes die MK5 Supra, würde ich sagen. Das heißt, vielleicht kommt die ja im nächsten Update, aber bis dahin haben wir erstmal Spaß mit dem LFA hier und auch dem Rover SD1, den kann man auch mal so nebenbei erwähnen. Auch sehr ein interessanter Wagen, den wir auch im Sommer bereits freigespielt haben. Ah ja, by the way, eine Sache noch. Was anderes. Die Folge erscheint ja heute noch, also am Freitag. Ich nehme die gerade am selbigen Freitag um 16.20 Uhr auf. Aktuell bis 1 Uhr im Forzaton Shop ist das alles hier. Also ein Apollo Intense Emotionen für Lau. Ja, nehme ich mal einen mit. War mir jetzt auch nicht bewusst, dass der gratis ist, aber oh lol, okay, kannst du die Garage damit vollstellen. Dann eben noch Ford Focus Pre-Order. Wer ein Collector ist, der sollte sich den Wagen kaufen. Das ist das erste Mal, also nicht ganz das erste Mal, den gab es am Dienstag schon mal, also sagen wir das zweite Mal, oder das erste Mal im Endeffekt. Im Februar konnte man den Wagen jetzt hier das erste Mal erwerben im Spiel. So, drücken wir so rum aus. Und auch die beiden Wagen hier sind relativ selten. Der hier ja ein sehr exklusiver Wagen, die Twin Mill, und der Volkswagen Wheelspin exklusiv nach meinem Wissenstand. Also kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Wie gesagt, bis 1 Uhr nachts dürften die verfügbar sein, die Wagen. Nur so als kleinen Hinweis nebenbei. So. Dann bauen wir den guten Lexus hier mal auf. Gucken wir uns mal an, was so geht. Ja, eine Sache habe ich im Stream schon nachgeschaut. Das Nürburgring Package haben wir leider nicht. Das wäre natürlich da. Also, das wäre echt Nonplusultra gewesen. Wenn die hier das Nürburgring Package reingeballert hätten als Bodykit-Option, dann wäre, glaube ich, echt vorbei gewesen. Dann wäre Reddit down. Aber sowas von. So. Wir können ein Aventador V12 einbauen oder ein Ferrari V12. Lassen wir beides sein. Ich bin auch generell ein großer V10-Sauger-Fan. Und auch natürlich V10-Kompressor. V10 Biturbo finde ich nicht wirklich ansprechend, bin ich ganz ehrlich. Aber V10-Sauger und Kompressor, geile Nummer. Leider können wir hier keinen Kompressor draufziehen. Würde ich heute aber so oder so nicht machen. Nee, da wollte ich nicht hin. Der Wagen kriegt Rennreifen. Das ist logisch. Und wir gehen von 265er. Auf 295er? Really? Okay, wir können keine 275er draufziehen. 295er vorne sind auch eine Ansage. Dann brauchen wir auch 345er hinten. Holy shit. So enorm viel Leistung hat der Wagen jetzt auch nicht, dass er das bräuchte. Aber naja, mal gucken, was wir noch so machen.
Ja, dann könnte man hier natürlich die Reifen noch einen Tacken rausholen. Machen wir auch mal. Ja, doch, das ist noch. Ja, wobei vorne ist ein Tacken zu weit. Jetzt findet sich das alles noch in einem Rahmen. Ich hoffe auch einfach mal an der Stelle, dass der Wagen in der Modern Supercar-Kategorie ist. Er hat Rennbremse schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, gewichtstechnisch gehen wir mal. Ja, wo gehen wir hin? Gehen wir auf 1,3 Tonnen, komm. Dann kriegst du noch Nockenwelle. Der hat halt echt wenig Drehmoment, ne? Das muss man an der Stelle mal so knallhart erwähnen. Aber braucht er nicht unbedingt. So, damit wären wir bei 467 kW. 522 Newtonmeter, das Ganze auf 1,3 Tonnen. Das ist doch soweit akzeptabel, würde ich sagen. So. Dann stellen wir den Schabernack hier mal ein. Und hoffen, dass der Wagen sich dann noch gut fährt. Das wäre natürlich das optimale Endresultat hier aus der ganzen Aktion. Und die Lackierung möchte ich mir noch angucken, auf jeden Fall. Weil da ist auch definitiv eine dabei aus Horizon 3. Oder es gab in Horizon 3 eine. Ich drehe es mal lieber so rum. Die ich damals sehr geil fand. Die aber kein anderer jemals auf seinem 11A drauf hatte. Also habe ich nie irgendwen in irgendeiner Lobby gesehen. Haha, ist da. Ich liebe, ganz ehrlich, ich mag diesen Ton einfach. Ich finde, das steht dem Lexus sowas von. Ich mache das jetzt nicht, weil ein Großteil der Leute das wirklich nicht geil findet, nach meinen Erfahrungen. Ich lasse ihn einfach mal weiß, das steht dem LFA ja auch, aber ich liebe diesen Farbton. Also das ist wirklich. Boah. Super geil. So einen ähnlichen Farbton hat doch auch der. Hier der DBS Superleggera, der neue, oder? Bin ich mir relativ sicher. Aber nur relativ. Aber jetzt wollen wir natürlich noch rennen mit dem Wagen fahren. Jetzt dreht er noch höher. Ich bin Fan. Ich bin absoluter Fan auf jeden Fall. In 100 Metern rechts abbiegen. Und ich bin jetzt aber tatsächlich keiner, der so der Mega-LFA-Fan ist. Also es gibt ja auch ein paar Leute, die preisen den Wagen hier als Gott schlechthin an. Davon bin ich weit entfernt. Aber ich mag ihn doch. Ich mag ihn sehr sogar. Mehr als ich ursprünglich erwartet hätte. Weil auch sowieso die ersten, als Toyota neu angekündigt war, oder was heißt neu angekündigt war, es eben angekündigt war, dann im Dezember, glaube ich. Er ist in der Modern Supercar-Kategorie sehr schön. Da haben ja auch viele gesagt, so, boah, bitte LFA, unbedingt, das muss sein. Und ich dachte mir so, boah, wäre ganz nett, aber gibt andere Modelle, die ich vorher gern hätte. Ich bin froh, dass der LFA jetzt schon drin ist, bin ich ganz ehrlich. Also, ich freue mich sehr. Wenn er jetzt noch dementsprechende Performance hat, dann wäre das natürlich das Nonplusultra. Ist natürlich für Supersportwagenverhältnisse mit knapp 1,5 Tonnen eine fette Sau, muss man einfach mal so sagen. Aber mit der Gewichtsreduzierung jetzt hier auf 1,3 Tonnen geht das schon ordentlich.
geht verdammt schön um die Kurven. Ist ein sehr ausgeglichener Wagen vom Fahrverhalten. So, mal eben am Ascari vorbei. Auf der Geraden ist er eher Kurvenfahrzeug, der KZ1R. Oh Gott. Kein Problem, easy. Ja, mal ganz innen vorbei am Lambo. Das macht er mal eben. Hier ist der japanische Kollege. Ja, guck mal. Sehr schön. Ich finde halt echt, also was mir am LFA richtig gut gefällt, ist einfach diese super cleane Optik. Da ist nichts zu Extremes dran. Der Wagen sieht einfach schön sauber aus. Wirklich einfach durchgezogene Linien. Mir gefällt aber das Design vom Exterieur wirklich gut. Und dazu halt eben noch dieser V10. Also, wer ihn echt mal LFA gehört hat, der weiß auf jeden Fall, das wirst du nie wieder los. Dieses Glück durfte ich Gott sei Dank schon erleben. Leider noch kein Carrera GT gehört in meinem Leben. Schade, würde ich auch gern mal. Soll ja auch so ein absoluter Schreieimer sein. Liebe Porsche-Team, wenn ihr zuguckt. Ich hätte gern Carrera GT. Ich will nur daneben stehen, wie der an mir vorbeifährt. Das reicht mir. Ja, nee, das wird vermutlich nie was. Der Tag, an dem Porsche mich irgendwie anschreibt, wird der Tag sein, an dem ich vom neuen Macan ein Performance-Monster in diesem Spiel mache. Diese Herausforderung würde ich mich annehmen. Wird eh nie passieren. Ich hab da gar kein Risiko. Ist es nicht schneller, wenn ich aber links abbieg? Das ist doch Quatsch, die Route hier, oder? Ja, guck mal. Ich bin zwar doof, aber ich bin nicht blöd. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Ganz bestimmt. Du hast dein Ziel erreicht. Wagen schon, ne? Hab ich das heute schon mal erwähnt? Ich mag den LFA wirklich. Ist ein guter Wagen. So. Gucken wir mal. Hier jetzt im nächsten Rennen, ob das genauso einfach wird. Und ich habe auch echt Bock, den LFA über die Teststrecke zu jagen. Das wird heute nicht passieren, weil ich möchte auch die Serienmission darüber fahren. Oder vor allem die Serienmission darüber jagen, aber in naher Zukunft könnte es mal wieder soweit sein. So, komm her, Kollege. Mal den Ricciardo machen. Und vorbei. Gar kein Problem hier. Mit dem Wagen ist echt alles möglich.
Weil der LFA jetzt kein Wagen ist, den ich unbedingt zum Offroader umbauen würde. Aua. Also ich weiß nicht, klar, man kann es probieren. Vielleicht werde ich das auch mal probieren. Aber hier ist jetzt nicht so weit oben in meiner Checkliste. Den kannst du aber auch saupräzise fahren. Also du kannst exakt den Scheitelpunkt in der Kurve in Blick nehmen. Und den kannst du da super easy hinsteuern. Also, das ist echt gutes Fahrverhalten hier. Super ausgeglichen der Wagen. Freut mich, dass man den gut umgesetzt hat. Und es wird auch sehr, sehr viele andere freuen, bin ich mir sicher. Ja, komm, warum nicht? Tempo 60 im Rückwärtsgang. Gerade so schnell, dass der Flügel nicht ausfährt. Der dürfte nämlich bei 63 km/h ungefähr ausfahren, soweit ich weiß. Es sind 50 Meilen auf jeden Fall. So, gucken wir doch mal. Hier fährt jetzt ja allerlei Fahrzeuge mit. Da ein Porsche Turbo beispielsweise, ein GT3 dürfte das sein. Jawohl, oh Gott. Noch ein Turbo. Ich merke echt, ich habe diesen Wagen in vergangenen Horizon-Teilen zu wenig Beachtung geschenkt. Der kann einiges, aber gut. In vergangenen Horizon-Teilen hatte der auch nicht so den Mega-Sound. So, einmal vorbei. Jetzt noch ein RS200. Der hat natürlich jetzt einen kurzen Offroad-Abschnitt hier. Ein Vorteil definitiv, aber... Das ist ein ganz kurzer und da geht der LFA sogar vorbei im Geländeabschnitt an dem RS200. Bester Wagen aller Zeiten, confirmed. Ganz eindeutig. Gibt nichts, was der Wagen nicht kann. Straßenrennen. Offroadrennen. Demokratie nach Nordkorea bringen. Alles. Der bricht ja halt echt nicht aus, ne? Es gibt echt viele Wagen, die mir bei dem Manöver gerade mit dem Arsch gekommen wären. Gerade Heckantriebfahrzeuge. Der LFA nicht. Den kannst du um die Kurven schmeißen, das ist ihm scheißegal. Der kommt nicht mit dem Arsch, auf keinen Fall. Wie gesagt, der Flügel da hinten ist auch definitiv nicht zu unterschätzen. Klein, aber fein, möchte man meinen. Ja gut, wenn er es provoziert, dann geht er doch, aber... War jetzt auch nicht extrem. Das war noch voll okay. Ja, ich freue mich. Sehr cool auf jeden Fall. Sehr, sehr schöner Wagen. Und das Setup ist mir auf jeden Fall gut gelungen. Das kann man so sagen. Selbiges gebe ich jetzt an der Stelle natürlich frei. Unter dem Namen Let's Play. Ja, und da würde ich sagen, was dann für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Servus.